So, was geht Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier auf Kobo und suchen Grease, damit er unser... seine Mantis rettet. Weil die im letzten Kampf sehr stark beschädigt wurde. Ich glaube, so erfreut wird er darüber nicht sein, was mit seinem Schiff passiert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Wichtig, oh, ist erstmal, dass sie läuft. Und dass wir die drüben aufhalten. Das war's wohl mit dir. Ich hatte vergessen, wie geschwätzig die sind. Ja, Druiden sind ziemlich geschwätzig, obwohl er gerade eigentlich gar nichts gesagt hat. Naja, egal. So, ja, da hinten ist schon unser Abkürzer. Gute Arbeit. Ja, es wird rüber. Etwas Zeit sparen. Nicht nur etwas. So, Grease ist aber... Oh. Oh oh, die Druiden sind so. So geil. Oh Mann. Ey, ich hätte ihm so gerne noch ein bisschen länger zugehört. Oh, das sind Superkampf-Druiden. Ey, du bist unfair. Ich hätte nicht gedacht, dass sie überleben. Ich hätte es schon gedacht. Wenn du stirbst, verlierst du all. Alle seit deinem verlierst du all seit deinem letzten Fähigkeitspunkt erhaltenen EPR. So, gut. Füge dem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat. Er ist eigentlich genauso wie im letzten Teil. Ich hoffe, wir spawnen nicht zu weit hinten. Ich habe auch gar nicht auf meine EP geachtet. Auf meine EP, auf mein Leben. Und doch, wir spawnen ganz weit hinten. Na gut. Obwohl, jetzt müsste eigentlich der... Perfekt. Gut, dass der jetzt noch freigeschaltet ist. Weil ich die Druiden so liebe, ich würde da so gerne lang gehen. Oh Mann. So, gehen wir mal weiter. Und achten am besten auf unsere Lebensanzeige, damit wir nicht wieder so elendig krepieren. So, willst du den Text nochmal sagen? Nee, leider nicht. Ich soll nicht so hastig vorgehen. Ich will doch. Alter. Die Menschen sterben. Ich habe Schaden erlitten. Eröffne Blasterfeuer. Oh, nein, nein, nein. Okay. Superkampfdruiden. Oder B2-Kampfdruiden. Ich meine, das waren doch diese Superkampfdruiden, oder nicht? Genau, und Raketen haben wir ja gerade gesehen. Und den Laser haben wir auch gesehen. So. Wo der B1-Kampfdruide scheitern würde, sollte der B2-Druide definitiv erfolgreich sein. Dieser doch Superkampfdruide. Ist stärker, hat eine bessere gepanzerte Chaussee. Ja, Chaussee. Und wirkt dadurch überaus einschüchternd. B2-Druiden waren mit zwei Handgelenksblastern und Raketen bestückt und wurden während den Klonkriegen für einen einzigen Zweck entwickelt. Zerstörung. Ja, habe ich gerade beim ersten Mal gemerkt. Aber das war auch nur, weil ich nicht so auf mein Leben geachtet habe. Achso, hier an der Wand einfach lang. Gut, so, dann sind wir hier oben. Und gucken, hopp. Wo dürfen wir hier sein? Nichts wie weg hier. Scan das. Das ist echt viel Teer. Wir sinken aber nicht mehr. Oder. Ne, irgendwie sinken wir nicht mehr. Okay, wir explodieren also. Gut zu wissen. Oh, hey. Das war nicht geplant. Ja, das wollte ich eigentlich so machen. Jetzt konnte ich den nicht scannen. Schade. Was ist da für ein cooler Druide? Und hier kann ich erstmal eine Abkürzung machen.
dafür ist unsere Macht noch nicht so stark. Ich finde das so geil, wenn ich das drücke, dann kriegt man richtig Widerstand, sodass er die Macht auch auflädt. Hier passiert gar nichts, ist auch nicht schwer. Aber das ist voll geil. Ist mir nicht aufgefallen, aber habe ich vorher auch nicht viel benutzt. So, wie kannst du mir helfen? Ein aufgelaufenes Schiff? Was du nicht sagst. Ich wünschte, wir könnten helfen. Ich will den eigentlich zerschlagen, aber will ich es auch nicht. Ich lasse den einfach mal. Mal gucken, ich helfe dir bestimmt auch irgendwann. Wenn meine Kraft sich weiter ausprägt. Hoffentlich. Wir kommen definitiv näher. Ich glaube, ich sehe einen Ausgang gleich hinter der Kreatur dort. Bleiben wir in Bewegung. Da ist ein Speicherpunkt. Hier können wir nicht lang. Ja, dann gehen wir einfach hier lang. Kampfdruiden. Ja. Super. Ey, die sind so süß. Warte, ich muss zu ihm zurückgehen. Ich muss ihn angucken. Das ist aber der Rote, nicht der Gelbe. Ey, ich liebe die Druiden. Das sind die besten Star Wars Charaktere, die es gibt. Das kann ich nicht. Gar nichts. Wer redet hier? Achso. Aber du bist ein Droide und musst es nicht. Ravis sieht es. Deshalb folge ich ihm. Folgen wir alle ihm. Er hat das Zeug zum Anführer. Ich bin getroffen. Alter, der hat das überlebt. Ja, auch dann. Ja, das ist so. Ja, das Kampfsystem. Ich liebe es. So geil umgesetzt. Und die Moves sind auch so geil. Diese Wälder sind eiskalte Keller. Ja. Noch ein Prospektor. Die Raider, die in der Schlucht patrouillieren, sind gnadenlos. Wenn sie Eindringlinge erwischen, sind sie Richter geschworen und Henker. Für jeden glücklosen Prospektor, der in ihr Fadenkreuz gerät. Ich war kurz nur verwirrt. Ich dachte, das hätten wir schon mal gelesen. Irgendwo hier. Ne, irgendwo nicht. Als wir doch vor den anderen Prospektor gefunden haben. Klang so ähnlich, da war ja auch irgendwas mit gnadenlos und so. Deswegen hat mich das kurz aus der Fassung gebracht. Aber wir können sogar schnell reisen. Wie geil. Das hat mir im ersten Teil so viel Zeit gespart. Ich würde... Nein, da wollte ich nicht rein. Wobei... Ah ne, das war ja die Übungssache da. Ich wollte eigentlich auf Kampfschwert-Stil, Lichtschwert-Stil gehen. Doch, Kampfstil. Okay, Kampfschwert-Stil, na gut. Und auf Einzelnen gehen. Ja, wir können ja zwischendurch immer mal ein bisschen wechseln. Mal gucken, was uns mehr gefällt. Ich hoffe mal, hier geht's nicht zur Main Quest. Oh mein Gott. Endwing, lustig. Oh mein Gott. Entspann dich. Animationen an, die sind so geil. Das ist so gut umgesetzt. Ja, zeig mal her. Das fand ich ja im ersten Teil schon richtig gut, wie die
diese ganzen Attacken und sowas aussehen, aber im zweiten Teil, das sieht noch so viel geiler aus irgendwie. So, Groko. Der Groko lebt in Steilhängen und Felsspalten von Kobo und verteidigt seine Gebiete gegen jeden Eindringling. Also genau wie die Raider. Er ist ein starker und überraschend schneller Kreatur und schleudert alles, was er finden kann, auf jeden, der seinen Zorn erregt. Also im Prinzip so wie die Raider. Das sind bestimmt so mehrere Fraktionen, die kämpfen alle gegeneinander. So. Hier ist noch irgendwas. Das hier war ein Zuhause, bevor sie durch die Zivilisation verscheucht wurden. Ein Groko-Nest. Für den Groko, ein großes, jähzorniges Raubtier, waren die Prospektoren und Raiders, die in sein Jagdgebiet eindrangen, leichte Beute. Verstreute Überreste, die nicht eindeutig identifiziert werden können, deuten darauf hin, dass der Groko nicht an Nahrung mangelt. Das ist dem... Meine Stimme ist so trocken. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mir kurz Trinken geholt. Als Let's Player kein Trinken nehmen und zu haben, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Deine Stimme trocknet aus und dann kannst du nicht mehr reden oder lesen oder sonst was. Also hier ist eine Machtessenz. Oder Lebensessenz. So, Gesundheitsessenz. Also Lebensessenz. Maximale Gesundheit erhöht. Das freut mich. Ah, gut, dass wir hier lang gegangen sind. Wobei, über noch ein Stim würde ich mich mehr freuen. Und durchatmen. Warum bin ich eigentlich da rein? Wobei, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Gehen wir mal auf Macht und gucken mal, was hier so ist. R2, um nach Gruppen von Gegnern, ja, das, genau. Macht erhöht. Wenn jetzt die Zeiten der Gegner angreifen, also ist die Verwirrung. Eigentlich sollte ich mehr mit Macht spielen, das stimmt schon. Weil irgendwie auch im letzten Teil, ich habe die Macht so wenig benutzt, obwohl das eigentlich so ein Vorteil ist gegenüber den Gegnern. Wir müssen nur hier durchkommen. Reese wird überrascht sein, uns zu sehen, was? Ja. Dadurch, dass ich meine Macht nicht benutze, verliere ich auch die meisten Bosskämpfe und sowas. Sollte mich eigentlich nicht wundern. Kannst du das hacken? Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Okay. Oh. Was will so. Nee, das ist die Karte. Hier geht's zu Grease. Und hier ist noch irgendwas. Wo wir wahrscheinlich nicht langkommen. Weil uns irgendeine Fähigkeit fehlt. Ah, hier kann man. Nicht von hinten bitte anschleichen. Vielleicht sollten wir einige neue Komponenten ausprobieren. Was bist du denn da? Ich habe aber nichts Neues gefunden. Aber ich wollte mal. Weiß ist auch richtig geil. Ich wollte mal aber das Hellblau. Ich finde schade, dass man beispielsweise nicht zwei unterschiedliche Farben nehmen kann. Aber wir haben im letzten Teil schon gesagt, in der letzten Folge. So, eine Klinge, dieses Pink, das ich gerade hatte, und die andere in diesem Hellblau, das wird so geil aussehen. Das sind auch meine zwei Lieblingsfarben. Sie sind okay.
Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Was habt ihr hier gemacht? Was hast du hier gemacht? Prospektieren. Von irgendwas muss ich erleben, aber der Teer hat die gesamte Ausrüstung ruiniert. Und dann wären da noch die Raider und die Käfer. Hier ist es für dich zu gefährlich. Du solltest gehen. Das werde ich. Sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. So, nach hinten habe ich alles gesäubert, von daher. Ich sagte Ihnen, das wäre keine gute Idee. Was haben wir uns nur dabei gedacht, in das Revier der Raider einzudringen? Gute Frage. Ja, genau, hier geht's nicht weiter. Auch ein Lift, genau. Abkürzung, Abkürzung. Na, hier unten ist noch was. Was ist hier? Diese Blasterspuren sind chaotisch. Glückstreffer. Toter Battle im Raider. Das ist ein Raider. Wurde er von den Prospektoren erledigt oder was? Die Leiche eines längst verstorbenen Bedlam Raiders. Todesursache waren eindeutig Blasterbolzen, deren Spuren über den Körper verteilt sind. Okay. Samen. Vielleicht kann ich die irgendwo einpflanzen. Ja, in der Mentes vielleicht. Die gerade nicht so gebrochen. Warum ist immer von hinten? Was soll das? Was leuchtet da denn so cool? Hier kann ich irgendwie nichts machen. Aber hier ist es. Ein schlechter Fund. Ja. Gut. Ich kann das bei Händlern tauschen. Mal gucken, gegen was. Oh, hier unten ist noch was. Hey! Ich schau mal, warum da so ein Viereck die ganze Zeit ist. So. Hier ist eine Kiste. Helle Metalle. Tja. Diese alten Dämme halten kaum noch zusammen. Ja. Einschlussgefährdende Dammmauer. Wartungsmängel und meine Stimme ist so trocken, ne? Wartungsmangel und der unerbittliche Zahn der Zeit haben viele Dämme in der Schlucht in einen gefährlichen Zustand versetzt. Überall auf den alternden Oberflächen sind Risse und kleine Lecks zu sehen. Man kann dann endlich wieder in die Zwischensequenz kommen, damit ich trinken kann. Hier können wir ja nicht lang hin, ne? Achso, hier können wir nicht lang. Bitte lass mich gehen. Wir schürfen nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Nein, ich dachte, wir können ihn retten. Gib Meldung. Wieder einer erledigt. Ravis wird das wissen wollen. Roger, Roger. Im Krieg war das alles nicht so einfach. Roger, Roger. Ja, hier gibt es keine Herausforderung. Keinen Kampf. Es sind keine Krieger unter ihnen. Nur unbedeutende Diebe. So kann man sie wenigstens leichter wegschaffen. Zu meiner Zeit hatten Gegner Kampfgeist. Tja, sie stinken alle nach Verzweiflung und Furcht. Ich rieche gar nichts. Meine olfaktorischen Sensoren sind wohl offline. Habe ich überhaupt olfaktorische Sensoren? Diese Droiden, oh mein Gott. Ein Jedi, oh mein Gott. Ein Raider. War mal da. Kann ich irgendwie noch da hinten? Ich schon von hier runterspringen und so. Naja, lassen wir das erstmal. Wir kommen da früher oder später sowieso bestimmt noch lang.
können wir nichts machen. Ah, dann gehen wir einfach mal. Ey, diese Druiden sind so. Eine Rohrmine? Ich hasse diesen Ort. Wenn ich hier rausfinde, wer diese Dinger gebaut hat. Na gut, Gebiet bewachen. Ja, ja. Ist zu spät mit dem Bewachen. Oh mein Gott. Oh, dann habe ich jetzt wohl das Kommando. Hä, wo bist du? Von wo? Hä? Hat gerade der hier geredet? Rollminen, gefährliche Gegner. Die Rollmine ist eine Besonderheit von Kobo. Ihre wahre Geschichte ist in Geheimnis gehüllt, obwohl es allgemein bekannt ist, dass sie von einem Einheimischen erfunden wurde, wahrscheinlich um Felsbrocken und Trümmer zu sprengen. Manche sagen, dass sie von einem geschickten Erfinder geschaffen wurde, der als einer der ersten Prospektoren auf Kobo landete. Aber nicht eine Erzählung deckt sich mit der nächsten, sodass keine stichhaltige ist. Stichhaltig. Ja. Das kennt man ja auch so. Ja. Einfach vor dem weglaufen oder was? Ah ne. Ja, gut, ich hab Macht, ne? Wäre mal schlau, das auch einzusetzen. Du! Ich bin nur ein Eindringling! Knallt ihn ab! Die sind ehrlich so warm, ne? Oh nein. Sie müssen doch keiner sich jetzt holen. Nicht in der allerersten Folge so groß. Ein Kommando-Droide. Oder hab ich nicht vermisst. Ja. Stimmt. Kommando-Droiden. Ich höre dich, BD. Mal sehen. BX-Druide. Akrobatisch und unberechenbar. Ja, kann ich ja. Während die B1 und B2-Druiden lediglich Fußsoldaten der Separatistenarmee waren, füllten die BX-Serie eine spezialisierte Nische. Inflationär, Infiltration und Eliminierung. Der robuste, wendige und fortschrittlich programmierte BX-Druide verfügt über ein Vibro-Schwert und ist wesentlich gefährlicher als alle seine Zeitgenossen. Joa, das stimmt. So. Wo ist dein Raider hin? Hat er dich im Stich gelassen? Ich weiß nie, wo ich lang gehen soll, weil irgendwo ist ein Geheimnis. Und dann verpasst man's. Wenn man den falschen Weg, also den richtigen Weg gegangen ist. Aber hier sieht's aus, als ob es hier nicht weitergehen soll. Tja. Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Hä? Kannst du das nicht hacken? Okay. Was machst du hier unten? Natürlich. So. Ja, genau. Später mal hin. So, das ist nur zum Hochklettern. Ui! So ein Typ, ne? Hier. Ja, was hast du davon?
können wir hier tauschen, ne? Also können wir... Keine Ahnung. Habe ich die nicht gehabt? Also bin ich blöd? Nee, das hatten wir ja nicht, ne? Habe ich die automatisch ausgerüstet gehabt? Ach, wir können alles ändern, außer die Schuhe? Selbst den Bart und so? Ja, da muss ein richtiger Vollbart hin. Warte. Ne, sieht schon gut aus. Gucken, was hey, sonst was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? WD will überall draufdrücken. Was soll das? Nein, WD. Achso. Ja, gut, ne? Diese Dinger haben's in sich. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Ja. Ah, so kann ich auch. Warte. Komm mit. Und explodier bitte nicht. Bin den ganzen Weg umsonst gelaufen. Wobei diese sind ja gut. Aber die kann ich nicht mehr nehmen. Ne? Ja, da komm mit. Aber leg bitte das an zu. Ich hab halt Angst, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Vielleicht, wenn ich das gedrückt halte, weiterschmeißen. Das wird natürlich dann Sinn machen. Komm mal her. Nee. Oder wie wäre es, wenn ich einfach hier hochgehe und das von hier aus mache? Das, Hallo? Natürlich. Du hängst dich fest. Jetzt kommst du über die. Perfekt, danke. So, dann kann ich den von hier auch direkt da drauf schmeißen. Super. Wäre ich mal früher drauf gekommen. Da wird so viel Zeit verloren gehen in diesem Let's Play, nur weil ich den Druiden zuhöre. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Wenn er mir noch einen Hit gibt.
Schon wieder so knapp. Ein bisschen zu knapp. Ey. Ja, jetzt töten die mich, oder was? Nein, danke. Ey, nein. Hier können wir unten bleiben. Ich hab keinen Bock auf euch. Nein. Oh nein, jetzt habe ich die unterbrochen. Oh mein Gott, ey, nein, das ist ja kein Block. Ey, nein. Oh mein Gott. Wer hier gelebt hat, ist längst weg. Was hat er wohl gemacht? Ja. Was macht Essence? Lebensessenz in dem. Ich sag einfach Essenz nächstes Mal. Ah, macht Essenz. Macht erhöht. Perfekt. Und hier ist der Fahrstuhl. Perfekt, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Speicherpunkt. Speichern mal ab. Damit das alles nicht verloren geht. So. Halten wir einen Moment an. Genau, eine Pause, dann haben wir auch neue Stims direkt. Genau, und da würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bedanke mich, dass du zugeschaut hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!